Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und, ne? Lass mich daran. Er wollte. Duct Tape nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Während wir uns jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend schaufeln, quasi. So. Das war das. Mal eben gucken, bringt es was, wenn ich die Dinge noch abbaue hier? Oh ja, eigentlich schon, ne? Guck mal, es gibt richtig viel Stein, ist mir aufgefallen. Oh nein, das war dumm. Ey. Nee, jetzt ernsthaft, guckt euch mal meine Zahl unten rechts an. Ich hab schon einen Batzen verschwendet, aber guckt euch mal die EP an. Ist das normal? Ihr sagt mir wahrscheinlich, ja, das ist normal. Jetzt mal hier 500 Steine aus dem kleinen Klotz rausgeholt. 500. Uff, ja gut, ich werde mich nicht beschweren. So, ich gehe mal davon aus, dass hier Zombies drin sein werden. Da oben ist der Spider. Okay, er kommt gleich raus. Lassen wir mal. Der musste weg. Der ging mir am meisten am Sack. Daneben. Die Kolonne hier hinter mir herziehen. Aua. Und wieder zurück, bitte. Etwas mehr Ausdauer, bitte. Da kommen sie jetzt aber alle, ne? Da sind sie jetzt aber alle hier, ne? Und du natürlich auch, ne? War klar. Dass du da wieder mitmischen musst. Liegt es auch. Daneben. Toll, ich dachte eigentlich, die treffe ich. Da habe ich mich selber verarscht. Da liegt, also der liegt das, also der Zombie, die Zombie. Das war's. Jetzt kommt noch der hier. Das ist der nächste. Du dürftest eigentlich auch liegen. Und der Rest funktioniert so. Dachte ich zumindest. Bis wir die Ausdauer ausgehen. Mein Gott, nur für ein bisschen. Sag mal, kommen jetzt alle? Wollen die mithelfen oder was?
zu früh loslassen, ne? Das wollte ich jetzt mal eben wissen. Das war jetzt nötig. Konnte dir jetzt nichts für, aber das wollte ich jetzt mal eben. Das war was Persönliches jetzt hier. Mal gucken, wie schnell man hier schießen kann mit den Pfeilen. Und es ist schon schnell. So, weiter geht's. Wir waren hier drin. Wenn ich mich nicht irre. Das. Concrete Mix, immer gut. Wie gesagt, vielleicht wird das Ding hier nochmal ein Point of Interest. Oh, schwarze Farbe. Modify. Achso, habe ich den Griff drin. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Modify. Kann ich die Farbe da reinpacken? Nein, man kann nur eine Farbe. Habe ich mir fast so gedacht. Dann machen wir die Nahkampfwaffen halt schwarz und das machen wir dann halt. Quatsch. Schwarz auch schon. Grün und das machen wir schwarz. So. Aber ich glaube. Hier drunter könnte doch. Ja. Da ist auch. Nichts drunter. Wunderbar. Wunderhübsch. Irgendwie ist hier nichts. Also auch gar nichts zu holen. So, wie kommt man hier rauf? Na da. Da kommt man rauf. Stimmt, die sind ja vorne durchgebrochen, ne? Ja, da sind sie durch. Alles klar. Ist das mit der Tapetenrolle hier neu? Was bringt denn das Ding, wenn ich das abbaue? Holz. Ach, das ist Baumstämme. Ja, okay. Dann ist natürlich klar, dass es nur Holz bringt. Ich habe gedacht, hier als echte Tapetenrolle oder sowas eingeführt. Oder hier Teppichboden. Das ist ja keine Tapetenrolle. Teppichboden. Wäre interessant gewesen. Frag mich zwar wofür, aber wäre interessant gewesen. Da war ich überall dran, ne? Ja. Okay. Da haben wir jetzt wie viel? 109, das sind 13 Blöcke. Das ist wieder nicht viel. Da gucken wir noch mal ein bisschen. Wo ein Bauhaus ist, also ein Haus zum Bauen, ist es vielleicht das zweite nicht weit. Nach dem Motto, so alles nebeneinander wäre natürlich schon geil gewesen, aber sieht gerade nicht danach aus. Hier hinten war ich noch gar nicht in dem Bereich, glaube ich. Mal umgucken. Dürfte eine Feuerwache sein, wenn ich mich nicht irre. Uiuiui. Ja, voll über die Dinger drüber. Ah, ist das nicht wieder so eine Garage hier? Das ist doch so eine Garage. Komm, da gucken wir nochmal rein. Die wird auch gerade recht vielversprechend. Wer von euch auch immer erahnt, auch nur oder weiß, welche Taste ich drücke, um mit X abzusteigen und aus welchem Spiel das stammt, der möge es bitte mal in die Kommentare schreiben. Hier ist ja gar nichts drin. Klar, weil es so ein großes Haus ist. Paintbrush. Noch können wir mitnehmen. Noch mal Platz. Shorts. Die scrappen wir. Ich habe schon wieder Durst, sehe ich. Warum habe ich so viel Durst? Habe ich irgendwas Intus, was ich... Ich habe Hunger. Nicht nur Durst, ich habe Hunger. Komm her, die große Bandage hier. Die nützen wir jetzt hier, dann ist das Ding weg. So, dann heile ich mich damit nochmal auf. Ein bisschen Zombies verprügeln und schon hast du keine Ausdauer mehr. Kommt mal, komm mal denn hin, ey. Aber das ist nicht die Garage, die ich suche. Das ist nicht die Garage, die ich suche. Hm. Bekannter Filmspruch, ne? Bekannte Filmzitat. Das ist nicht die Garage, die sie suchen. Ja, mach mal.
Da vorne dürfte der Schrottplatz wieder anfangen. Das da vorne könnte doch so ein baufälliges Haus sein. Und dann fahren wir mal hin. Es ist aber echt faszinierend, dass ich, sobald ich auch nur ansatzweise ein bisschen im Schnee bin, mittlerweile so arsch am Frieren bin. Butcher's Pete. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich hier nicht gerade schon war. Aber habe festgestellt, ich war hier noch nicht. Oh, Garagentor. Wo denn? Ach, da. Oh, aber Mist. Schön. Kann ich das öffnen? Natürlich nicht. Kann ich das mit der Wrench abbauen? Oh, das wäre geil. Ich kann das mit der Wrench abbauen. Da kommt aber nichts raus, oder? Außer. Nein. Da kommt nichts außer. Oder? Ich mach das jetzt zu Ende, Leute. Sorry. Voll kann er nehmen. Da hinten dackelt einer rum. Ach, das ist der Mensch zu Ende. Wow. Ich bin mich kurz vor Juckerpflanze erschrocken, ey. Gefährliche Jucker. Da kommt aber nichts mehr raus. Das kann mir keiner sagen. Man kann das Ding mit der Mensch abbauen, aber das war's, oder? Vielleicht wissen was. Sprungfedern 2. Und der Zombie da drin hat es die ganze Zeit nicht gehört. Kann mir doch keiner sagen. Taub sind die denn, ey? Essen. Essen auf Rädern. Hallo. Wie der einfach durch die Jucker gelaufen ist. Stehst du nochmal auf? Nein. Sicher? Okay. Mit einer Nailgun eine Schlange bearbeiten. Das habe ich auch nie erlebt. Ja, da kriegst du 10 Fleisch raus. Das ist schon ein bisschen mehr. Hat da schon recht. Das lohnt sich schon besser. So. Mal gucken hier. Bin leicht überladen. Aber leicht überladen geht ja noch. Moment. Kurz vertauschen. Nehmen wir schnell mal die Dinge hier mit. Weil die brauche ich auf jeden Fall. Dann kümmern wir uns mal eben hier draußen. Da ist nämlich der nächste schon, der hier undankbar ist. Kommt der nächste an. Schlange scheint da drin zu sein. Ja, da ist eine Schlange drin. Man sieht's. Alter Falter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da brauchst du ja fast deine gesamte Ausdauer für einen feralen Zombie. Wie gesagt, für einen. Treff mal den Kopf, bitte. Danke. So. Schlange wieder.
Ich habe schon wieder leichten Anflug von Durst. 91, ne, komm, ich trinke jetzt das hier. Das kann doch nicht sein. Ich gehe hier kaputt, ey. So, das stackt auf keinen Fall. Der Paintbrush nehmen wir auch mit. Stackt auch nicht. Die Barrels zu finden ist auch relativ rar. Meine Nailgun lassen wir mal hier. Die Wrench bleibt bei mir. Bin eigentlich schon nicht mehr überladen, aber die Gitter werde ich auch nicht finden oder brauchen. Mein Gott, was mache ich da für Mist? So. Da habe ich 2000 Plätze mehr. Ich weiß, den kann man auch aufheben. Wollte ich aber nicht. Golden Rod Seed. Wieso habe ich den jetzt am... Meine Herren, jetzt habe ich den doch aufge... Nur weil ich den kaputt geschlagen habe, habe ich den aufgenommen. Ey. Man glaubt es nicht, ne? Bleitrophäe, lassen wir mal. Aber hier, sowas hier, ne? Das nehme ich mit. Komm, da kann ich. Guck mal, das sind 70 Steine mit 3 Schlägen. Das habe ich. Aus keinem anderen habe ich das. Aus keinem. Komm ich da rauf? Ja, da komme ich rauf, ne? Ja. Ich würde sagen, hier komme ich rauf. Und da komme ich auch rein. Schön, dass hier Konkret rumliegt. Nur ein bisschen wenigstens. Auch wenn es nicht viel ist. Aber es ist echt konkret. Okay, da das Ding da Licht gibt, lassen wir das mal. Toll, habe ich dich gerade noch gesagt, ich werde wahrscheinlich keinen Fass mehr finden? Ja, Arschkarte. Ich habe es da... Ich habe eigentlich damit gerechnet. Eigentlich habe ich damit gerechnet. Eigentlich. Wie gesagt... Eigentlich. Ein Headlight. Wow. Wenn wir schon gerade hier sind, gebe ich mir wenigstens einen Grund, warum ich noch Plastik mitnehme. So, jetzt wird's interessant. Das, was da drin ist, das ist wichtig. Eigentlich schade drum. Ich hätte mir mehr erhofft aus dieser Halle hier. Ich meine, ein bisschen Concrete haben wir bekommen, aber auch nicht viel. Das Headlight will ich sehr schlecht auch nicht kriegen. Hier habe ich noch eine zweite Wrench bekommen. Wie alt ist die? Wie kaputt ist die erste? Es geht hier die Fire Axe, die jetzt auch nicht stacken. Ein Schneeball, wozu brauche ich Schneebälle? Und dann auch noch einen. Das ist, macht keinen Sinn. Hier die Dinger will ich auch nicht mehr kriegen. Dann habe ich jetzt wieder einen Taschenplatz frei. Ist nicht viel. Besser als nichts. So, dann gucken wir mal hier. Die beiden Autos nochmal an. Na ho. Habe ich schon eine. Na ho, aus dem Auto zu kriegen ist auch irgendwie undankbar, glaube ich. Nein. Eine Ho aus dem Auto zu kriegen ist ja auch dankbar. Blei aus dem Auto zu kriegen, aus einem Auto Blei, ist undankbar. Das ist undankbar. So, was haben wir denn noch hier? Da hinten ist noch ein Laden. Ich fahre nochmal. Ja, danke, dass du das gerade kaputt machst. Mein Fahrrad zumindest. Ich fahre noch ein bisschen in die Richtung. Wie gesagt, da hinten ist, glaube ich, eine Feuerwache, wenn ich mich nicht irre. Hier wird es auch arschkalt. Ich muss ein bisschen die Zeit im Blick behalten. Hier zwischen kurz durchsausen. Gerade wegen dem da. Wenn er wieder nachts rennt. Muss ich ein bisschen Zeit im Blick behalten. Aber vor der Feuerwache vielleicht noch irgendwie was Interessantes. Ist auch nichts Interessantes mehr. Hier unten noch irgendwas. Also interessant im Sinne von
was ich jetzt brauchen könnte, hier Concrete Mix und so. Nee, sieht nicht danach aus. Hier hätte ich noch ein Auto. Da. Stunde 50 habe ich noch Zeit. Mit. So klar. Nee, mein Freund, nee, habe ich keine Lust drauf. Ganz ehrlich, habe ich keine Lust drauf. Die letzte Begegnung mit denen war unschön, sag ich mal so. Da oben ist, glaube ich, so ein Kindergarten. Hier ist nochmal so ein Auto. Boah, bin ich erschrocken. Hab gedacht, der rennt. Ein Ausfallschritt, den er gemacht hat, habe ich echt gedacht, der rennt gerade. Muss ja nicht sein, dass er mich von hinten dann angreift. Ich meine, rennende Zombies sind ja nicht das Problem, wisst ihr ja, aber. Man kriegt sie ja weg halt, ne? So meine ich das. Na, hier war ich schon. Schade drum. Da sind wir im Kreis gefahren jetzt. Aber gut, was willst du machen? Dann ist halt so. Dann habe ich halt nur ein bisschen Concrete Mix bekommen. Nicht so viel, wie ich brauche. Ich könnte. Hier ist auch noch was drin an Concrete Mix. Aber das jetzt zu clearen auf. Den letzten Metern. Nee. Nee, du. Nee. Wie weit bin ich denn weggefahren von zu Hause? Beziehungsweise von der. Tja, Ewigkeiten gefahren sein. Kein Bisschen kriegt. Da ist die Hornbasis. Machen wir da noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Da ist noch eine Werkstatt. Werkstatt, eine Garage. Da könnte man auch noch Concrete finden. Etwas Glück. Und da ist noch ein Baum. Ein unschuldiger Baum, der möchte noch gefällt werden. Den habe ich auch, glaube ich, hier hingesetzt, ne, wenn mich nicht irre. Ich glaube, das war für den Fall, dass ich mal Holz benötige hier. Können die wieder wachsen? Geht schon. Oh, da kommt aber einiges an Schaden jetzt vor rum hier. Fahrrad. Ich denke immer, hier liegt ein Zombie, wenn ich das sehe. Das ist schlimm. So, fahrradtechnisch haben wir. Hier sind wir jetzt durch. Das heißt, ich kann jetzt hier oben rüber. Werde jetzt hier die letzten Ecken noch. Wo ist meine Nägel? Ach, die ist im Auto. Ach, das ist ja jetzt auch nur noch einfacher Concrete, ne? Ja, muss es schon früher aufstehen, mein Freund. So nicht. Ich lasse die Feder mal unten. Brauche ich jetzt nicht. Stimmt, es ist ja noch einfacher, Concrete jetzt hier. Ich muss das ja nochmal aufwerten auf Stahlbeton. Boah, nochmal 14 Blöcke, ey. Wie viel hat der nochmal? An Haltbarkeit. Und die hatten 1500, glaube ich, ne? Wie viel waren das? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Waren das 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 28. Weil ich packe hier oben noch eine Reihe drauf. Einfach nur eine Reihe drauf. Außen. Dass die da halt, wenn die hier noch einen Block kaputt schlagen, dass die nach oben keine Luft haben, dass die da hinspringen können. Nur deshalb ist das. So eine Art Schutzwall quasi. Ja, danke.
Na, er da vorne ist es. Er wird gleich wahrscheinlich. Entweder wird er zu mir hinrennen, weil er mich gesehen hat. Oder es wird gut, gell? Im schlimmsten Fall habe ich gleich ein paar kaputte Spikes. Oh, es geht schon. Wir kommen noch zwei. Ja, das reicht sogar. So, und hier ist natürlich jetzt der Ausgang, ne? Da müssen wir gucken. Aber ist ja kein Thema, ich kann ja hier hinspringen. So, weil ich schon mal die ganze Zeit machen wollte. Nach langer Zeit mal wieder. Mich mit dem rennenden Zombie anlegen. Da war ich nicht dran. Wie bin ich denn drauf, bitte? Das eine ist noch nie gesehen, ey. So. Dann kann man hier hochrennen, dann nochmal den hier und dann passt. Okay, dann landen wir hier. Ich höre da noch irgendwas. Naja, gut. Ich verabschiede mich aber erstmal für heute. Die Nacht bricht ein und wir machen morgen weiter. Dann noch ein bisschen hier verkleiden, verkuckeln. Ja, genau, verkuppeln auch. Und ja, wir schauen mal. Ne? Also bis morgen, habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüssi.